Es geht weiter mit dem Boogie Woogie von Dr. K. Bevor wir aber weiter im Stück gehen, möchte ich noch einmal ein paar Tipps geben, damit du den Anfang schneller spielen kannst. Yeah! Und zwar, du übst erstmal die rechte Hand nur bis zum C. Also, diese Tipps sind natürlich nur, wenn du es noch langsam spielst. Ne? Also, aber schau, dass du jetzt im Tempo bis zum C spielen kannst. Eventuell das noch üben. Falls das die Schwierigkeit ist bei dir, schau, dass du wirklich das ganz, ganz locker im Schlaf spielen kannst. Und dann spielst du auch genauso den zweiten Teil, also auch im Tempo nur die zweite Hälfte ab GC. Eventuell nur mit dem Daumen, falls es für dich zu viel Streckung ist, aber im Tempo. Wiederholen. Einmal reicht nicht. Zweimal reicht auch nicht. Oh no! Mindestens dreimal. So, und dann, wenn du die zwei Teile richtig gut kannst, im Tempo bringst du sie zusammen. Und das übst du und wiederholst du auch, solange du es brauchst. Wenn es gar nicht geht, geh wieder in zwei Teile. Ja, und wir können den ersten Teil, also bis zum C, auch mit der linken Hand so üben. Schau, dass es auch mit der linken Hand so gut automatisch ist, dass du auch in diesem Tempo spielen kannst. Wenn du zu langsam bist, das ist okay am Anfang, aber irgendwann hast du keine Zeit mehr zu überlegen, was kommt wann. Es muss einfach laufen. Nochmal. Der zweite Teil ist ein bisschen kompliziert, so mittendrin anzufangen mit der linken Hand. Deswegen, dann spielst du einfach das Ganze gleich. Ja? Wiederholung. Denk immer am Schluss hast du zwei allein links, bevor es weitergeht mit der rechten Hand. Also immer diese zwei. Und ja, schau jetzt, dass du diese Figur immer wiederholst, ohne Tempo Verzögerungen, ne? Dass du wirklich weiter spielst. Und das eine lange Zeit. So, in der Praxis, also im Stück, hast du das aber jetzt zweimal hintereinander. Das erste Mal beim Auftakt hast du nur die rechte Hand, aber nachher ist immer die linke Hand dabei. Also jetzt beim zweiten Mal und bei den nächsten Figuren auch. Also zweimal diese Figur spielen. Dann kommt etwas Neues. In der rechten Hand haben wir am Anfang das Gleiche. Also den ersten Teil ist gleich. Nichts Neues. Dann gehst du wieder über den Daumen. Das ist auch gleich, aber ab hier ist es anders. Jetzt wandert der tieferen Ton, das wird immer noch mit C oben sein, aber der,
Der tiefe Ton wandert von C, dann zu dies, wieder C, dann D und dies. Ich mache es wieder mit Daumen und Zeigefinger. Du kannst es aber auch nur mit Daumen. Also ich nehme den Zeigefinger gerne auf dem dies und sonst Daumen. Also C, dies, C, D, dies, C, dies, C, D, dies. Mit der Oktave, also mit C oben. C, dies, C, D, dies. C, dies, C, D, dies. Okay? Also es ist ja ein Unterschied, weil am Anfang war dies E, C, dies, E. Jetzt ist C, dies, C, D, dies. Ein bisschen eine andere Reihenfolge. Jetzt nehme ich den ganzen zweiten Teil von der Figur, also ab G, C. Schau, dass du auch das übst. Nur das. Und jetzt die ganze zweite Figur. Okay, also gleiches Prinzip wie bei der ersten Figur, nur einfach am Schluss die andere Töne. Und hier wechselt die linke Hand zur vierten Stufe, und zwar zu F. Also wir sind nicht mehr mit dem fünften Finger auf C, sondern wir kommen auf F. Also fünfte Finger hier auf F, ein bisschen höher. Und der Daumen ist auf C. Und dann wechselt er zum D, also F, D nachher. Das gleiche, einfach nur eine Quart höher. Das zwei Takte lang. Und dann geht es wieder zur C. Ich spiele jetzt die rechte Hand von ganz vorne, also zweimal die erste Figur und dann die neue Figur und dann wieder die erste Figur. Zweites Mal. Jetzt kommt das Neue. Die linke Hand, ich spiele sie auch einmal bis zu diesem Takt, bis Takt 8. Also die linke Hand spielt sehr lang auf C. Takt 3. Takt 4. Jetzt geht sie zu F. Für die zweite Figur ist sie auf F. F, C und F, D. Schnell wechseln zu F und wieder zurück. So, jetzt bringe ich das alles zusammen. Zweites Mal. Jetzt neue Figur. F links. Dann kommt Neues. Ja, also, ja, ich denke, wenn man die rechte Hand wirklich gut beherrscht, ist das mit der linken Hand nicht mehr so schwierig. Also erstmal die erste Figur gut lernen und dann ist es ja immer das Gleiche. Egal, ob ich da beim C bin oder beim F. Ich muss mich einfach schnell bewegen. Ich nehme an, das ist nicht dein erster Boogie und du weißt schon, wie man sich schnell auf die Tastatur bewegt. Sonst schau dir einen einfachen Boogie an, falls da wirklich noch zu schwierig sein sollte. Ich spiele es jetzt ein bisschen schneller.
alles Gute und bis zum nächsten Tutorial.